Ja, willkommen zurück in Kapitel 6, Dead Space 2. Ich kaufe natürlich mit euch zusammen Munition, nicht dass aus Versehen hier was passiert. Okay. Oh, ist das alles aufregend. So, Moment. Needbolzen für die Needpistole, Suchergewehr. Hatte ich das jetzt genommen? Ich glaube schon. Und Plasma. Strahlen. Nee, falsch. Okay. Okay. Ich habe echt Schiss vor dem, was da so Geräusche macht. Vor allem, weil ich keinen Bock habe, dass wirklich dieses unzerstörbare Ding dann wieder da ist. Ich möchte das nicht. Ich weiß, ich sollte dafür nicht die tolle neue Waffe nehmen. Da ist eine Workbench. Ihr könnt mir doch jetzt kein Monster hinsetzen. Da haben das Geräusch die ganze Zeit diese Knubbel gemacht. Ich würde es gerne glauben. Credits, Credits. Halbleiter, Stase und Zugprojektile. Okay. Das Geräusch hat wirklich nur diese Knubbel gemacht, oder? Ich dachte die ganze Zeit, da kommt jetzt was richtig Dickes. Okay, lass mal gucken. Stase haben wir ein bisschen. Den Rick auch. Können wir denn hier mal was? Jetzt habe ich schon keinen mehr. Genau, ihr seht, wie gesagt, ich musste den einen Part noch ein bisschen nachspielen. Und habe eventuell deshalb die Verteilung ein bisschen anders gehandhabt. Das kann gut sein. Ich speichere nochmal. Hat der eigentlich nur was? Nee. Habe ich mir jetzt echt in die Hose gemacht, dafür, dass das nur diese Knubbel waren. Dann raste ich aber auf. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh.
Das sieht ja schön aus. Ich fürchte, ich bin dringend benötigt. Ja, ich, wie immer. Ja, witzig. Kann ich noch irgendwo mehr machen? Da komme ich nicht durch. Ich hätte gerne noch ein wenig weniger Sauerstoff. Kommen wir nirgendwo hin. Achso, ich kann ja fliegen. Ich vergessen. Ich wirklich vergessen. So. Vor allem, wenn wir das Feuer dann eingedämmt haben, ist auch wieder kein Sauerstoff mehr da. Für uns. Ich sehe halt nichts. Okay, hier drin habe ich Sauerstoff. Aber keinen Strom. Ich sehe gar nicht, wo wir sind. Du, vielleicht kann ich dich einfach mitnehmen. Da, 1A-Sicherung. Okay. Weil die Woche ist schon fordernd, muss ich sagen. Gestarrt habe ich ehrlich gesagt aus Versehen, das wollte ich gar nicht. Ja, jetzt hängt er hier. Die Schritte befolge. Schritt 1 in die dunkle Maschine kriechen. Strauss, beruhigen Sie sich. Er kann Ihnen nicht wehtun. Er will, dass ich in die dunkle Maschine gehe, Isaac. Ich kann nicht da rein. Sie ist da drin. Sie wartet. Strauss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Strauss, hören Sie mir zu. Sie müssen weiter. Kommen Sie bis zur Bahn? Schaffen Sie das? Er kommt. Kann nicht reden.
Kann man mit diesem Teil, das hängt, eigentlich auch Mundharmonika spielen? Fände ich irgendwie lustig. Wir speichern in letzter Zeit so oft. Das ist gar nicht Art des Spiels. So, wo muss ich lang? Da lang. Da mache ich die Sicherung noch nicht kaputt. Das kann halt mal passieren. Seid so lieb und lasst mich von hier oben schon mal schießen. Natürlich nicht. Wir spielen lieber unten Labyrinth. Ja. Die Waffe habe ich natürlich nicht mitgenommen. Ich weiß nicht, irgendwie macht das Spiel mir heute echt Schiss während dieser Aufnahmesession. Es ist... Ich finde es sehr gruselig im Moment. Ja, genau. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt nicht lame. Oh, scheiße. Dass ich hier stand. Aber es war auf jeden Fall die sicherste Variante. Ich habe mich lange nicht mehr in einem Spiel so gegruselt wie hier. Ich hoffe, ihr findet es nicht lame. Und ein bisschen genauso spannend wie ich. Irgendwo lag noch oben was drauf, aber das ist mir jetzt egal.
Okay, Süßen, was uns hinter diesem Raum erwartet, sehen wir morgen. Auf mich machen die wirklich einen Eindruck wie so Raptoren. Also irgendwie, glaube ich, so haben sich auch die Kinder in Jurassic Park 1 gefühlt. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Schaltet auch morgen wieder ein. Zu Dead Space 2. Bis dann.